glaube, wir haben ein Problem. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian. Und mein Name ist Michael. Und wir fragen uns, warum ist der Schrank so schief? So schräg werdet ihr es in der Realität natürlich nicht machen. Hoffen wir. Ja. Aber so wie wir es jetzt hier sehen, könnte das schon mal sein. Nicht so richtig gerade, aber auch nicht so massiv schief wie eben. Wir gucken uns das mal eine Libelle an. Wir sehen jetzt also, der Schrank hängt nicht gerade. Und du kennst das ja, du willst einfach nur einen Schrank anhängen, du möchtest ein Bild aufhängen, du möchtest irgendetwas an der Wand befestigen, was natürlich in Waage sein soll. Und jetzt hast du das Ganze nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Dann gibt es aber bestimmte Umstände, die dazu führen, dass der Schrank dann doch schief hängt. Und wir wollen heute mit dir uns anschauen, wie macht man das eigentlich richtig? Der Schrank hängt jetzt schief. Welche Gründe dafür in Frage kommen, wollen wir euch jetzt zeigen. Ursache 1 kann der schräge Boden sein. Und dafür nehmen wir einen Zollstock, ja, misst jetzt hier vom Boden, nimmst deinen Bleistift, zeichnest hier an, misst jetzt wieder vom Boden an einer anderen Stelle, ja, wo du hin möchtest, misst wieder und sagst, ne, dann muss es ja gerade sein. Aber ganz im Gegenteil, wenn dein Boden hier entsprechend nicht gerade ist, aus diversen Gründen, das kann sonst was sein, kann alter Dielenboden sein, der nicht gerade ist, Estrich schief, sonst irgendwas, dann hast du hier einfach nur den schiefen Boden von unten nach oben gemessen. So funktioniert das nicht. So, die nächste Möglichkeit ist jetzt im Zollstock nur einen Punkt zu nehmen und danach mit der Wasserwaage weiter. Jetzt haben wir mit einem Punkt vom Boden hochgemessen. Dadurch vermeiden wir natürlich irgendwo einen Übertrag von einem schrägen Boden. Jetzt gehen wir mit der Wasserwaage in Waage und können jetzt an den Befestigungspunkten, wo wir den Schrank aufhängen wollen, unsere Anrisse machen. Das funktioniert aber nur, wenn du eine funktionierende Wasserwaage hast. Wenn du eine alte oder eine kaputte Wasserwaage hast, hast du natürlich ein Problem und der Schrank kann schief hängen. Wenn ihr jetzt prüfen wollt, ob eure Wasserwaage in Waage misst, dann können wir das gerne mal prüfen. Und zwar werden wir jetzt anreißen und dann die Wasserwaage mal drehen. So, hier haben wir die Höhe übertragen. Und das machen wir jetzt hier auch in einem anderen Befestigungspunkt, wo der Schrank hin soll. Jetzt drehen wir die Wasserwaage und dann sehen wir, ob die wechselt, sagt man dazu. Das heißt, ich halte hier an den Punkten und sehe, ich bin mit der Libelle genau in der Mitte. Das heißt, die Wasserwaage ist in Ordnung. Jetzt haben wir rausbekommen, die Wasserwaage ist in Waage. Und das ist deine Wasserwaage. Du hast nur eine 1,20 Meter Wasserwaage, möchtest aber hier etwas an der Wand übertragen. Ich zeige dir mal ein Problem. Jetzt haben wir hier unseren Punkt und den wollen wir ganz nach hinten übertragen. Haben, wie gesagt, ja nur diese eine Wasserwaage und gehen jetzt hier hin, nehmen den einen Punkt und übertragen ihn so weit, wie es geht, mit der einen Wasserwaage zur Seite. Schauen wir, dass wir hier in Waage sind. Okay, ja, zeichnen das hier an. Dann gehen wir an den nächsten Punkt. Wir wollen das ja hier in die Seite übertragen. Zeichnen das hier wieder an. Und was wird passieren? Über einen Folgefehler habt ihr auf jeden Fall nicht mehr eine perfekt waagerechte Linie. Du siehst also, eine Wasserwaage ist also nur bedingt eine Lösung, gerade bei längeren Strecken. Du hast auf jeden Fall Übertragungsfehler, die du immer wieder machen wirst. Und wenn das nur immer 1 Millimeter ist auf 6 Meter, hast du dann trotzdem nachher unter Umständen 6 Millimeter, die du hier nach oben oder nach unten springst. Und schon ist es nicht mehr perfekt gerade. Genau dasselbe Problem hast du übrigens hier auch aus der Ecke. Weil hier aus der Ecke kannst du genau dasselbe Thema haben. Die Wand ist nicht perfekt gerade, ist leicht bauchig, steht leicht schief oder. Und schon hast du hier genau dasselbe Problem. Und es gibt noch ein viel größeres Problem und das zeigt euch der Michael. So, jetzt stellt euch vor, hier hängt schon ein Schrank und ihr wollt die gleiche Höhe, die ihr hier habt, auf die andere Seite übertragen. Wie macht ihr das? Dafür gibt es einen Laser. Danke. Ja, hier haben wir einen einfachen Linienlaser, den GLL-2-10. Den kannst du jetzt in die richtige Höhe bringen. Entweder baust du einen Turm, nimmst einen Wandhalter oder ein Stativ. Aber ich sage euch eins, Stativ ist nicht gleich Stativ. Denn die günstigen Stative, so im Bereich 20, 30, 35 Euro, haben immer mindestens ein Problem. Sie gehen nicht hoch genug und sind mir persönlich auch häufig nicht stabil genug. Wenn ihr zum Beispiel so ein Stativ wie das hier habt, habt ihr eine Menge Vorteile. Als erstes einmal, es ist wesentlich stabiler. Nummer zwei, wir haben hier zum Beispiel eine Dosenlibelle, mit dem wir das Stativ ausrichten können. Aber das Wichtigste, Nummer drei, du kommst mit diesem Stativ auf 2,50 Meter Höhe. Denn dein Schrank hängt ja in der Regel nicht hier auf der Höhe, sondern in der Regel bei 2 Meter. Und da musst du überhaupt erstmal hinkommen. Und dann unter dem Stativ einen Turm bauen, na, lass das mal lieber. Wenn du den Laser jetzt direkt da drauf fummeln möchtest, musst du immer gucken, wo bist du, und dann musst du drehen und dann kann das Problem auftauchen, dass der mal runterfällt oder verkantet. Jetzt gibt es einen Trick, den ich euch zeigen möchte, um das zu vermeiden. Ihr könnt hier die Bodenplatte rausnehmen, habt die jetzt in der Hand, habt den Laser sicher in der Hand und dreht jetzt gut sichtbar die Fußplatte hier drauf und könnt den jetzt, wo er fest ist,
nachträglich da drauf bringen. Natürlich hast du bei dem Stativ verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten. Du hast die Möglichkeit, hier in diese Richtung zu neigen oder auch zu kippen. Aber der Laser nivelliert sich natürlich selber aus. Das heißt, du brauchst ihn eigentlich nur auf Höhe zu bringen und der Laser geht von alleine in Waage oder Lot. Das heißt doch, eigentlich haben wir jetzt schon die Lösung, oder? Wir haben den GLL-2-10, haben hier die Höhe genommen und können jetzt perfekt auf die andere Seite. Ja, das ist schon, ich sag mal, fast gut. Wir haben jetzt hier natürlich die Möglichkeit, das Gerät zu drehen. Aber wenn wir jetzt hier irgendwo verwackeln oder das Stativ steht nicht genau gerade, kann es sein, dass wir da drüben in Waage sind, aber nicht in der richtigen Höhe. Und jetzt haben wir keinen Referenzpunkt mehr. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, ob da drüben die Höhe hier gleich ist. Das heißt, wir brauchen dafür wirklich einen 360-Grad-Laser. Genau. Und genau dafür haben wir jetzt den Laser hier. Wir wollen ja an diese Wand herüber und wir brauchen jetzt Folgendes. Und zwar, wir brauchen diesen Punkt hier oben, diesen kleinen Turm quasi. Und zwar brauchen wir einen 360-Grad-Laser, der von der anderen Wand zu dieser Wand entsprechend das Maß übertragen kann. Einschalten und schon perfekt ausgerichtet. Jetzt kommen wir der Sache doch endlich näher, denn wir haben hier unseren Punkt, unsere Linie und unseren 360-Grad-Laser. Und ich zeige dir mal, wie das Ganze funktioniert. Du siehst auch hier neben der Wand natürlich und nicht nur dort, wo du es vorhin gesehen hast, haben wir den Laserstrahl oder die Linie besser gesagt. Und jetzt seht ihr hier Linie, 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 Linie. Jetzt sind wir endlich hier auch an der Wand bei Michael. Und jetzt haben wir hier auch endlich den Punkt wieder gefunden. Wir haben jetzt die 360-Grad-Linie im ganzen Raum auf der gleichen Höhe, also auch von unserem Referenzpunkt hier rüber getragen. Das heißt, wir haben jetzt die ideale Möglichkeit, um im ganzen Raum Schränke aufzuhängen. So, jetzt gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit. Michael grinst schon. Und zwar die gute alte Schlauchwaage. Ja? Auch damit könnt ihr von verschiedenen Ecken des Raums das Ganze übertragen. Aber ganz ehrlich, wer will heute damit schon noch arbeiten, oder? Ja, vor allem brauchst du immer zwei Leute, um sie zu halten. Und in unserem Fall auch Wasser drin. Natürlich muss Wasser drin sein, ja. Jetzt haben wir nicht die Höhe festgelegt und denkt nicht, dass wir es unnötig kompliziert machen wollten. Wir wollen euch nur zeigen, was für Probleme entstehen, damit ihr die eben nicht macht und damit ihr seht, wie man das wirklich perfekt lösen kann. Und so einen 360-Grad-Laser, muss ich persönlich ganz ehrlich sagen, seitdem ich den habe, mache ich es nicht mehr anders. Das ist die perfekte Lösung, um wirklich im ganzen Raum das Ganze zu lösen. Aber jetzt haben wir das Nächste. Wohin bringen wir denn den Schrank jetzt eigentlich? Wir wollen ihn einen Meter aus der Ecke raus. Genau an der richtigen Stelle positionieren. Michael, wie würdest du das machen? So, jetzt haben wir drei verschiedene Möglichkeiten. Der Klassiker ist der Zollstock. Die nächste Variante ist das Bandmaß. Das hat den Vorteil, dass ich hier länger bin als 2 Meter, sodass ich dann bei größeren Entfernungen nicht zusätzlich übertragen muss. Die dritte Möglichkeit sind die Laserentfernungsmesser. Da gibt es auch verschiedenste Varianten. Und hier haben wir eine zusätzliche Funktion integriert, sodass wir das aufziehen können wie ein Bandmaß. Wie wir jetzt zu der gewünschten Position kommen, zeige ich euch jetzt. Wir haben angemacht, jetzt ist der Kubikmeter eingestellt und da wollen wir ja weg. Und jetzt gehen wir über die Pfeile zu der richtigen Position, zu der Dauermessung, aktivieren die, gehen jetzt auf die Bandmaßfunktion, aktivieren die wieder und haben die jetzt. Sobald wir den Laser anmachen, haben wir jetzt das Maß von der Wand weg und können das aufziehen wie eben das Bandmaß, sodass wir da auch hier über den Laser, über die Dauermessung an die richtige Position kommen. Auch bei dem 150-27 funktioniert das genauso. Auch hier kann ich über die Funktionstaste und die Pfeile in die richtige Position kommen. Habe jetzt hier die sogenannte Dauermessung. Habe jetzt weiterhin die Minimal-Maximal-Funktion. Die brauchen wir auch nicht. Und jetzt passiert das genauso. Und jetzt ist der rote, das rote Maß das richtige. Und jetzt haben wir hier eben den Vorteil, dass wir jetzt auch ein richtiges Bild haben. Das heißt, auch hier sieht man dann genau, wo, von wo aus ich messe und wo wir jetzt hinkommen. Dass wir genau auf den Meter hier einstellen können. Und jetzt ist endlich der Moment gekommen. Du hast die richtige Höhe und die richtige Position und jetzt kannst du die Löcher bohren. Übrigens zum Thema Löcher bohren kommt noch mal ein Video, aber jetzt haben wir noch ein paar Tipps für dich. Und wozu diese Brillen gut sind, sage ich euch jetzt. Das sind keine Schutzbrillen. Du kannst mit der Brille nicht in den Laser reingucken, sondern das sind Laserverstärkungsbrillen, dass du das Licht des Lasers besser siehst. Und das ist für den grünen Laser und die für den roten.
Genau, und damit kannst du diese einfach so viel besser sehen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Aber warum gibt es eigentlich rote und grüne Laser? Rot ist eigentlich der Klassiker, du kennst das, die meisten Laser sind eigentlich rot. Der grüne Laser hat aber einen einzigen zentralen Vorteil. Und zwar in einem hellen Raum kannst du es einfach besser erkennen. Und das ist einfach der Grund, warum ich persönlich immer einen grünen Laser bevorzuge. Jetzt gibt es noch einen Tipp. Und zwar ist der Laser nicht immer gleich breit. Je nachdem, wie weit du weg bist von deinem Objekt, kann es schon mal sein, dass bei großen Entfernungen oder bei einfachen günstigen Lasern die Laserlinie breiter wird. Und deswegen nicht die Oberkante oder die Unterkante von der Laserlinie nehmen, sondern immer die Mitte, denn das geht trichterförmig auseinander, sodass wir da, wenn wir die Mitte nehmen, immer die gleiche Höhe haben. So, den Schrank könnten wir jetzt eigentlich aufhängen, oder? Ich bin mir unsicher, weil ich habe die Vermutung, in dieser Wand könnte natürlich Wasser drin sein, Strom drin sein oder sogar noch was viel Schlimmeres. Das werden wir in der nächsten Folge uns angucken, denn wie finden wir denn eigentlich die ganzen Gefahrenstellen in so einer Wand oder auch in einer anderen Wand als hier Gipskarton? Aber das seht ihr beim nächsten Mal. Jetzt kann ich nur noch sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.